Also beim klassischen Bodypainting wird einfach der Körper bemalt mit Motiven, mit mehr oder weniger beliebigen Motiven, die man sich einfach ausdenkt, die mehr aus der Fantasiewelt sind oder die vielleicht sind teilweise auch Klischees oder, sage ich mal, Collagen aus mehr der Idee des Bodypainters. Und beim Soul Painting ist es mehr umgekehrt. Das heißt, da konzentriert man sich auf das, was das Modell so gerne auf dem Körper haben will. Aber auch das ist nicht beliebig. Das heißt, derjenige, der sich bemalen lassen will, also wir malen auch auf die Haut, der findet Motive, die in ihm ruhen. Das heißt, es sind innere Bilder, die in jemand schlummern, die man auch erstmal suchen muss. Also die man erstmal finden muss, was, welche Themen sozusagen diese Person bewegt und welche für sie, sage ich mal, am wichtigsten sind. Also nicht auch nicht irgendwie beliebig jetzt, was ist deine größte Freude oder sowas, sondern also ich schaue dann schon immer, was sind die Themen, die dich am meisten berühren zurzeit oder auch dein Leben lang? Der interessante Effekt ist, wenn man dann tatsächlich diesen ganzen, es ist eigentlich mehr ein Prozess, durchläuft mit dem Kunden, sage ich jetzt mal, oder mit demjenigen, der sich dafür interessiert, dann ist mein Eindruck, dass er eigentlich mehr in seine Innenwelt geht, was man sonst selten macht. Und das Interessante ist aber, man muss die Dinge, die einen bewegen, jetzt nicht verbal ausdrücken, sondern man findet Bilder dafür. Das heißt, es bleibt neutral. Also man kann jetzt sagen, meinetwegen, mein Körper brennt wie Feuer. Und das ist ein anderes Phänomen, als wenn man das jetzt psychologisch ausdrückt. Das heißt, dadurch, dass man in die Bilderwelt geht, fällt es der Person viel, viel leichter, seine Gefühle und seine Befindlichkeiten auszudrücken. Und in dem Moment, das kennen wir ja alle, wenn man in eine Situation kommt, wo man sich wirklich ausdrücken kann und wo man das, was einen bewegt, zum Ausdruck bringen kann, hat es eine gewisse Erleichterung und man kann besser zu sich selber stehen. Und tatsächlich kommen auch manchmal Leute mehrere Male. Also, weil der Prozess hört ja eigentlich nie auf. Das Witzige ist tatsächlich, dass ich nun Psychologe bin und auch mit Gestalttherapie und Traumatherapie arbeite. Und in dem Zusammenhang, weil ich beides mache, weil ich eben auch Bodypainting mache und meine therapeutische Arbeit, ist mir im Laufe der Zeit aufgefallen, dass das sich einfach verbinden lässt und mir das eine, also gerade die psychologische Vorbildung hilft mir dabei natürlich auch ein bisschen dahin zu schauen oder da so zu fragen, dass wir auf die Themen kommen. Weil natürlich ist es manchmal sehr schwer, erstmal für jemand überhaupt seine Bilderwelt zu entdecken. Wir denken normalerweise auch immer rational und erklären uns und sowas. Aber in dem Moment, wo man in die Bilderwelt geht, da gibt es natürlich auch in der Gestalttherapie Ansätze, wird es flüssiger, wird das, was einen bewegt, flüssiger. Und so kann ich auch als Psychologe da unterstützend, dabei sein. Ja, ich kann es ja nicht bestimmen. Also ich kann es nur anbieten, dass es das gibt. Und das hat sich inzwischen auch rumgesprochen und es gibt immer mehr Leute, die sich dafür interessieren. Eigentlich auch also ich glaube, es ist eine intuitive Geschichte. Wenn man davon hört, dann es spricht einen an. Dann sind es Menschen, die tatsächlich auch gerne mehr sich spüren wollen. Das heißt jetzt nicht, dass die alle sich nicht spüren, sondern im Gegenteil, es sind Menschen, die sich spüren schon, aber das soll noch mehr zum Ausdruck kommen, was sie spüren. Und dabei kann ich ganz gut unterstützen. Also ich könnte jetzt auch noch Beispiele nennen. Also manche haben bestimmte Themen, die sie bewegen, sich meinetwegen männlicher fühlen oder auch weiblicher fühlen. Solche Themen sind sehr oft. Oder auch mehr in seine Herzensenergie zu kommen. Oder generell seine Energie überhaupt zu spüren, mit sich in Fluss zu kommen. Und im weitesten Sinne sich ausdrücken zu wollen, so wie man sich fühlt.
Und das fällt uns allen sowieso schwer. Und da ist es eine ganz schöne Brücke. Und dadurch, dass wir danach noch ein Fotoshooting machen, wird es nochmal sehr brisant, weil dann ist tatsächlich alles auf der Haut und die Haut ist ja unser Kontaktorgan, was denjenigen bewegt. Und es ist, man braucht ein bisschen Mut dazu. Aber dann, wenn man das schafft, dann ist es ganz toll.